Um eine Website mit Google zu bauen, muss man sich bei Google ein Google-Konto zulegen und sich anmelden. Genau. Mit Gmail-Adresse und Passwort. Dass ich angemeldet bin, merke ich hier rechts oben. Da ist jetzt mein Name und so weiter. Und hier hat Google mehrere Spielzeuge und ich gehe auf Google Drive. Da kann ich jede Menge Dateien ablegen und dann gleich auf Neu. Hier bei Mehr gibt es die Möglichkeit Google Sites. Das ist die Seite. Ich habe jetzt eine neue Website gebaut, also erstellt. Ist schon da. Der Seitentitel, das ist die Startseite. Ist nur Test. Und ich kann jetzt hier, also rechts kann ich jetzt Sachen einfügen, ja? Also einfügen, genau, zum Beispiel immer hier dieses Element, das ist jetzt, da unten kommt Text hin, Text, und dieses Element kann ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video einfügen, da brauche ich nur das Element, oder ein Bild auswählen und so weiter. Und über die Seiten rechts, wenn ich auf Seiten klicke, kann ich weitere Unterseiten bauen. So, neue Seite plus, Seite 2, fertig. Und dann gibt es eine Startseite und eine Seite 2. Und bei der Seite 2 kann ich wieder einfügen, irgendwelche Elemente einfügen, irgendwelche Texte, Textfelder reinmalen und das. Ja, und am Schluss gehe ich auf Veröffentlichen. Dann ist es online, der und kann den Link weiterschicken.